Kurz noch das Mikrofon anstecken, die Gitarre anstimmen und dann geht's auch schon los. Also fast. Jetzt aber Samuel Koch und Samuel Harfst sind heute gemeinsam auf der Bühne als beste Freunde. Also die Freundschaft war ja der eigentliche Grund, warum wir auf die Idee gekommen sind. Und das ist nach wie vor super wichtig. Ich bringe Zeit mit Leuten, die ich gerne mag, mit Freunden und darf dazu beitragen, dass Menschen lachen, zum Nachdenken angeregt sind und manchmal auch weinen. Denn Samuel Koch weiß, auf seinen Freund Samuel Harfst kann er zählen. Seit seinem Sturz bei einer TV-Show im Jahre 2010 ist Samuel Koch vom Hals abwärts querschnittsgelähmt. In den quälenden Monaten direkt nach dem Unfall im Krankenhaus besucht ihn Harfst oft. Eine Zeit, die Koch in seinem Buch mit dem Titel Rolle vorwärts auch schon einmal selbstironisch beschreibt. 8 Wochen lang hieß es zum Beispiel Niesen verboten. Es bestand die Gefahr, dass ich mir mein Auge herausnieste. Weil ich Respekt davor hatte, verlängerte ich das Niesverbot freiwillig auf 9 Wochen. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich das erste Mal wieder genießt habe. Es ist genau diese Mischung, die die Lesung ausmacht. Irgendwas zwischen ansteckendem Lachen, traurigen Geschichten und Musik. Sehr lebensbejahend und ganz prima. Lesung und die Musik hat sehr gut zusammen harmoniert. Ganz sehr beeindruckend, mit was für einer humoristischen Komponente er da dran geht. Und ich finde, das Musikalische hat manchmal auch die Trauer dahin so ein bisschen aufgefangen. Ganz bewusst wechselt das Samuel-Duo zwischen diesen beiden Extremen. Die Show soll damit vor allem eins nicht sein, langweilig. Also wenn alles so allglatt, pseudo-harmonisch ist und man immer einer Meinung ist, interessiert glaube ich keine Sau. Und außerdem? Was ich liebt, das neckt sich. Klingt nach besten Freunden. Das gemeinsame Weihnachtslieder singen können sie dann aber nochmal üben. Der Vater im Himmel uns Freude für Freude uns macht.